Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur ersten Pressekonferenz im Jahr 2017. Begrüße ganz besonders den Gästetrainer von Lindau, Justin Weitkotten rechts von mir. Herzlich willkommen. Und natürlich Heiko Vogler. Wir haben heute noch einen anderen Gast. Begrüße natürlich auch den zweiten Vorsitzenden des Deutschen Eishockeybundes. Hier ganz besonders Herrn Marc Hindelang. Irgendwo da hinten steht er. Herzlich willkommen. Ja. Bevor die beiden Trainer zu Wort kommen, wie es üblich ist, ganz kurz nur die Ergebnisse. Waldkraiburg-Peiting 0:3, Landshut gegen Tölz 2:4, Weiden-Deckendorf 3:4. Ich weiß nicht, ob da Endstand schon jetzt da ist. Und Schönheide gewinnt gegen Höchstadt mit 3:1. Das Spiel Regensburg, selber Wölfe, findet morgen statt. Und Sonthofen verliert gegen Lindau mit 1:4 zu Hause. Wie immer als erstes natürlich der Gasttrainer. Ich glaube, Sie können sehr zufrieden sein. Sie haben 3 Punkte gewonnen und haben heute uns überholt in der Tabelle. Kurz Ihr Statement, Herr Weidkotten. Danke, erstmal guten Abend. Ja, zufrieden sind wir schon. Die Jungs haben Charakter gezeigt, die haben eine gute Reaktion. Zu den letzten 3, 4 Wochen haben wir nicht jeden Spiel gut gespielt und wir wissen schon, dass es ein Kampf sein wird. Sonthofen ist in letzter Zeit sehr gut drauf gewesen in den Lauf. Die haben uns überholt in der Tabelle und jeder weiß, dass heute ein riesiges Spiel sein wird. Und wir sind gut aus der Kabine gekommen, ganz konzentriert. Wir haben unsere Chancen ausgenutzt, wo das in letzter Zeit nicht der Fall immer gewesen ist. Und wir könnten mit 3:0 in Führung gehen. Im zweiten Drittel haben wir sofort dann 5 Minuten Unterzahl killen müssen. Und das war für uns ganz schwierig. Die haben ja Chancen erarbeitet. Zettel war ganz stark im Tor. Die haben ein Tor geschossen und sind wieder ganz gut im Spiel gekommen. Im zweiten Drittel war hin und her. Beide Mannschaften haben Chancen gehabt. Und wir könnten eine nochmal ausnutzen. 4:1 im letzten Drittel und haben versucht, das so über die Bühne zu bringen. So zur Verteidigung haben wir am Ende stark gemacht und schlau gespielt. Die haben versucht, die haben niemals aufgehört, Zornhoven. Und wir wussten das schon. Und wir haben das bis zum letzten Sekunden weitergespielt. Bin stolz auf die Jungs, auf den Kampfgeist. Und ja, schauen wir weiter. Ja, vielen Dank. Heiko, anders gedacht. Wir haben heute leider die Punkte hier liegen lassen zu Hause im starken Spiel. Dein Statement zum Spiel heute. Ja, erstmal schönen guten Abend. Glückwunsch an den Dustin und sein Team. Ja, wir haben gewusst, dass das heute nicht leicht wird, ja. Lindau ist keine schlechte Mannschaft. Die stehen zwar oder waren jetzt noch aktuell hinter uns, jetzt sind sie wieder vor uns. Nicht zu Unrecht sind sie wieder vor uns. Ja, die haben uns heute das Leben sehr schwer gemacht. Im ersten Drittel, denke ich, haben wir die ersten 10 Minuten sehr gut gespielt. Und dann sind wir von unserem Spielplan abgewichen. Und dann steht es halt innerhalb von 8 Minuten, schießt dann Lindau 3 Tore. Dann steht es 3:0. Wir gehen dann in die Drittelpause. Habe dann da den Torhüter gewechselt. Ich gebe da dem Henny heute keinen Vorwurf. Ja. Ich wollte einfach da ein Zeichen setzen. Dann denke ich, auch in dem Überzahl haben wir da, ja, Chance gehabt, aber einfach zu wenig gemacht. Schieße dann da in der letzten 4 Sekunden, bevor der von der Bank kam, da das Tor. Dann denke ich, dann waren wir ein bisschen am Drücker, waren da ein bisschen die bessere Mannschaft und dann haben wir halt im Drittel in der eigenen Zone, wieder in der defensive Zone, die Scheibe vertändelt, werde dafür gleich bestraft. Dann steht es dann 4:1 und im dritten Drittel dann, ja, haben wir versucht und haben uns bemüht, aber ja, unterm Strich waren wir nicht in der Lage, nicht mal annähernd das abzurufen, was wir die letzten Tage bzw. Spiele hier gezeigt haben. Somit hat Linda heute verdient gewonnen. Ja, danke Heiko. Sie haben ERC überholt. Platz 8 ist sehr, sehr eng. Es kämpfen also mehrere Mannschaften drum. Gerade heute, wenn man das Ergebnis sieht, dass Schönheide die Höchstädter wieder geschlagen hat. Und es gibt ja noch mal eine Partie in Lindau. Könnte es vielleicht das Endspiel werden? Ja, das stimmt. Da gibt es ja 4 Mannschaften, dass das unbedingt Markenplatz haben will, wollen. Entschuldigung. Und das wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag alles ganz eng und alles ganz gespannt bleiben. Jeder wird alles geben und ja, schauen wir mal, wer am Ende der achten Platz schafft. Aber wir würden alles dafür kämpfen und wir wissen schon, dass Sonthofen nach Lindau kommen würden und bereit sein werden, auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Heiko, bei uns ist die Verletztenmisere jetzt ganz groß. Der Marc Sill, das wissen wir ja alle. Jetzt ist der Philipp Messing dazugekommen. Und
Wir hatten heute Unterstützung von unseren Kooperationspartnern. Ohne die wird es also wirklich übel aussehen. Ich glaube, du wolltest dazu noch was sagen. Ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich da recht herzlich, vor allem bei dem Mike Stewart jetzt, ja, und bei dem Marc Seychaud in Bietigheim und Mike Stewart aus Augsburg, dass sie uns da die Spiele zur Verfügung stellen, ja. Aber letzten Endes hat es halt auch nicht gelangt, ja. Wir waren heute einfach schlecht. Eine klare Aussage, die müssen wir so stehen lassen. So, jetzt ist die Presse dran. Gibt es von der Presse irgendwelche Fragen? Ja, für den Messi gerade angesprochen, er war, glaube ich, vorher auch kurz da. Wie geht's ihm? Weiß man schon genau was oder was passiert ist? Ich weiß da jetzt gar nichts. Der hat jetzt wahrscheinlich mit seiner Schulter Probleme. Der wird jetzt zum Arzt gehen, wird da untersucht und da muss man schauen. Ich hoffe, dass nichts Schlimmeres ist und dass er vielleicht am Freitag wieder zur Verfügung steht. Ja. Zum Sportlichen noch eine Frage. Ich glaube, wir haben 11 Minuten gebraucht für den ersten Torschuss. Hast du eine Erklärung für die, warum ihr offensiv so harmlos wart? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Ich habe gesagt, Respekt ja, Angst nein. Heute war Respekt zu groß und die Angst zu groß. Ich weiß nicht, die waren heute einfach nicht in der Lage, das umzusetzen, was wir die letzten Spiele gezeigt haben. Ich bin einfach sehr verärgert, sehr enttäuscht. Ich habe das denen jetzt gerade eben auch mitgeteilt. Und wir werden da jetzt dran arbeiten. Wir werden jetzt total mit dem Kopf in den Sand stecken. Jetzt haben wir Lindau bzw. Landshut erst zu Hause. Dann kommt, fahren wir nach Landshut, dann kommt Hölz und dann sind wir noch in Lindau. Wir werden jetzt nochmal 4 Spieltage alles in die Schale schmeißen, was wir haben. Ob man mit 12 Leute antritt oder mit 20, das ist mir scheißegal. Fakt ist, wir werden um den 8. Platz kämpfen. Danke. Noch irgendeine Frage? Von der Lindauer Presse? Keine? Gut. Dann sage ich nur noch eins, der Marc Sill ist operiert worden, hat die Operation gut überstanden, kann auch wieder Eishockey spielen. Gott sei Dank ist es nicht so ganz, ganz schlimm, aber er wird diese Saison ausfallen. Nur zur Information für unsere Fans. Gut, dann wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Heute ist wenig Schnee, wenn wir morgen gespielt hätten, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schlimmer. Und wir sehen uns wieder am kommenden Freitag gegen den EV Landshut am Feiertag. Ich wünsche allen eine gute Heimreise, noch eine angenehme Woche und bis zum Feiertag. Schönen guten Abend. Danke.